Hallo, liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer Folge hier auf Skybounds. Heute habe ich etwas extremst krasses vorbereitet. Und zwar, ihr habt es schon im Titel gelesen, ich habe hier einen Immortal Shard. Immortal Shard für das Thief Kit. Das werde ich Ihnen heute öffnen. Erstmal mal ganz kurz so, wie es dazu gekommen ist. Und zwar hat Busfahrer-Relikt mich in den Kommentaren angeschrieben, ob ich ihm einen, lol, graue Wolle, ob ich ihm auf, nice war das, glaube ich. Okay, Recon, nice, restartet gleich. Also, brauche ich das, kann ich das jetzt nicht zeigen. Jedenfalls habe ich eben diese Maschine nochmal gebaut, wie die, die ich hier habe. Und dafür habe ich hier auf Robots einen Immortal Shard bekommen, das Thief Kit. Und ich würde sagen, ich werde mir jetzt da auch nicht groß, obwohl, doch, ich frage mal kurz in den Global Chat, slash CG, öffne jetzt einen E-Kit Chart bekomme ich ein paar Good Lucks. Darin das mal lieb. So. Ganz, ganz viele Good Lucks sind da jetzt schon da. Zwei Stück. Egal. Ich mache jetzt. Pausiert am besten jetzt erstmal das Video, schreibt mir nochmal Good Luck in die Kommentare. Ansonsten geht es jetzt los. 3, 2, 1, go! Oh, das sieht nicht gut aus. Hier diese enchanteten Emerald-Blöcke, das sind die, die ich brauche. Nein, nicht nichts, bitte, nicht nichts. Nein. RIP. 1 Million Stars und das Thief Kit für einmal. Och man, schade. Nein. Aber okay. Einmal Thief Kit ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Seht hier, Potions, der Stuff. Okay, das hier brauche ich nicht. Ja. Ach man, ich hätte es so gerne bekommen. Stell dir vor, so wie der Chat ausrastet, dann steht, der Nekromant has unlocked the Thief Kit. Das wäre auch, Alter, wie krass das wäre. Aber ich habe auch nicht wirklich damit gerechnet, nur ich habe nicht damit gerechnet, dass die Chance wirklich so gering ist, wenn man da mal geguckt hat. Diese verzauberten Emerald-Blöcke sind die Unlock-Blöcke. Und da waren wirklich nur 2 oder 3 Stück da, von allen, das durchgelaufen ist. Okay, mal sehen, ob ich irgendwann mal wieder an Immortal Shard rankomme. Jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal diese Potions und ich habe auch nicht mehr für diese Folge vorbereitet. Es wird nur diese kurze Folge werden. Denn ich nehme an, dass die meisten auch nur wegen des Immortal Shard Opening hier drauf geklickt haben auf das Video. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Leider habe ich nicht das Kit bekommen. Ansonsten hoffe ich, euch hat die sehr kurze Folge gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.